Hallo Leute, willkommen zurück hier bei Risen 1. Wir haben in der letzten Folge das Tutorial durchgespielt und haben Sarah glücklicherweise verloren. Endlich zurückgelassen. Oh. Den Wölfen vorgesetzt oder dem hungrigen Seegeier. Ja. Ja, dann kannst du ihn jetzt aber nicht umbringen. Doch, das geht du schon. Du musst ihn zu Sarah führen. Das Problem ist, der interessiert sich nicht für Sarah. Ja, ist ja nur Haut und Knochen und Möpse aus Silikon. Ah, stimmt ja, mittlere Maustaste war es. Da muss ich nicht die ganze Zeit auf 1 drücken, um das Ding zu aktivieren. Mittlere Maustaste. Ach ja. Oh, Pilze. Wir sind übrigens Held-Kräuter-Oma. Also wir sammeln alles ein, was wir so finden. An Pflanzen, die so auf dem Boden rumwachsen. Jetzt ist bloß die Frage. Kann man denn auch alle Pilze essen? Tatsächlich ja, es gibt Pilze und Mana-Pilze. Die Pilze füllen Leben auf, die Mana-Pilze Mana. Das ist ja schade. Warum gibt es keine Giftpilze? Ah, die gibt es auf dieser Insel nicht. Die sind ausgerottet. Mano! Wir haben alle die Geier gefressen. Ohne Reiselust. Da habe ich gleich auf Reisenlust. Und ein Druiden-Schierling. Bitte was? Ein Druiden-Schierling. Ja, genau. Oh, guck mal. Neues Häuschen für dich. Ja. Sieht hübsch aus. Nö, kann Sarah nicht da wohnen? Warum? Ja, ihr beschissenen Grabmotten, ey. So enden wir alle mal. Ja, da hast du recht. Ja, halt's Maul. Ja, genau. Hallo. Goldmünze. Dahinter ist, Oh my goodness. Ich hab mich ein bisschen erschrocken. Oh. Steht der einfach hinter mir. Was ein Horrorspiel. Was ein Horrorspiel das auf einmal war. Eieiei, damit habe ich nicht gerechnet, dass die auf einmal angerannt kommt. Ich dachte, wir wären aus dem Radius raus. Oh, Eieieiei. Liebling. Ja? Tu mir das nicht an. Ich was kann ich denn dafür? Ich hab den auch bekommen. Ja. Oh. Au. Will dich aber nicht wiederbeleben müssen, also. So, aufs Maul, ihr verdreckten Kackviecher, ey. Meine Fresse, mich so zu erschrecken. Ihr habt doch wohl den Schuss nicht gehört. Ping. Oh. Kräuter-Oma. Mana-Pflanze. Komischer Hügel, wo wir nicht drauf können. Wow. Nein, drauf nicht, aber gleich hinein. Yeah. Oh ja. Mal speichern. Also hier soll Sarah wohnen. Ja. Mhm. Doch mal, ist doch schön hier. Weil hier ist auch vor allem schön. Schön trocken. Ja. Nein, das da meinte ich. Achso. Oh, ich glaube, deine Freunde sind wieder da. Ja, ich glaube auch. Ich frage mich tatsächlich, ob diese... Oh, ein Pilz. Ob? Ja, man muss da runterspringen. Das heißt, wir werden jetzt speichern, dann da runterspringen und dann hoffentlich Glück haben, dass wir nicht von den Viechern gesandwiched werden. Sandwich! Woohoo. So, jetzt speichern wir. Bam. Oh, es ist nur eine. Okay. Mit einem allein ist Sandwich ein bisschen schwierig. Sehe ich ein. Ach, es gibt immer noch Wände. Die helfen mit. Ja, das stimmt. So wie gerade eben. Mit dem Vieh, was uns so erschrocken hat, aber... Schwere Truhe. Kriegt man locker auf. Aber ist sehr schwer. Ja, ich sehe das. 10 EP, wuhu. Ich wollte gerade sagen, falls ihr das nicht seht, aber das ist ja nicht Steam. Man sieht ja, die Achievements, die sind ja in-game und nicht out-game. Was denn? Ja, ich habe das Ding aus Versehen wieder aktiviert. Das passiert schon mal. Ja, doch. Warum nicht? So, von hier kamen wir. Eine Stachelratte. Mitnehmen. Ja. Umbringen. Fleischklauen. Ich merke, sie hat das Spiel verstanden. Ja. Wollt ihr mal einen schweren Gegner sehen?
Also anders gefragt, wollt ihr mal sehen, wie ich sterbe? Das geht ganz gut. Ja, ja, ja. Ich höre die Stimmen aus dem Hintergrund, sie sagen ja. Ja, ich glaube, das war hier hinten. Nee, es war eins weiter. Okay, wir zeigen es trotzdem gleich. Wir müssen eins weiter nach oben. Och, Bären. Generico. Da ist er doch. Hallo, Kumpel. Hallo. Wer ist das? Der geile Keiler. Dein guter Freund, der Keiler. Ja. Guck mal, der ist total nett. Siehst du? Der ist wunderschöne. Hast du auch gesehen, wie viel Damage wir ihm machen? Nee. Dachte ich mir, dass du da nicht drauf geguckt hast. Ich glaube, 2 mm? Yippie. Also, ich habe schon mal mehr Damage gemacht bei Gegnern, muss ich eingestehen. Ach, was? Doch, tatsächlich. Nee, glaube ich nicht. Nein? Nee. Okay, dann nicht. Das glaube ich dir nicht. Dann gehe ich wieder. Oh, auch dein Haus hier, das da? Ja. Oder gehört das auch der Eulenschabracke? Großer Sumpf. Großer. Oh, oh, oh Gott, endlich mal ein bisschen Wasser. Oh, die Mückenlarven da drin schmecken besonders gut. Ja, lecker. Mmh. Oh, köstlich. Oh, gleich nochmal. Komm, komm, einmal geht noch. Ja, so kann man den Bauch auch füllen, ne? Ja, vor allem kann man so seine Lebensleiste wieder füllen. Ja, das meinte ich ja. Achso, sag ich doch. Das ist ja unmöglich, ne? Einfach hier durch das Schlafzimmerfenster spannen. Ach Gott, da ist niemand drin. Ja, ja, guck mal. Hallo. Hallo. Da unten ist ein lustiger Sumpf. Oh, Krallenfalter. Ungeil. Das ist die stärkere Variante von den Grabmotten, die wir gerade erledigt haben. Ja. Eine Reiselust. Diese Motten. Machen die auch so komische Geräusche? Reiselüste? Nein. Die Krallenfalter? Ja, natürlich. Ja. Das ist, wie gesagt, das ist Grabmotte plus eins, um es mal rollenspielermäßig auszudrücken. Ah, weg mir. Ratating, Ratatom. Pfeil, Pfeil, Pfeil. So, den können wir jetzt auch ausrüsten. So. Ah ja, 12 Schaden mit der Machete ist tatsächlich das Beste, was wir gerade haben. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir hier wieder runter. Und schweben schon wieder. Ja, wenn ich nicht schweben würde, wäre ich nicht ich. Was ist denn das gerade? Ui, also, ui, im, ui. Im Normalfall passiert das nicht. Ja, ja, schon klar. Halt, Börschchen. Was machst du hier? Wer bist du? Ich bin der mit dem Schwert. Du bist der, der antwortet, klar? Das ist eine Machete. Also, was willst du hier? Fleischermesser. Wo genau bin ich hier? Auf der falschen Seite meines Schwertes, würde ich sagen. Ich frag dich nochmal, was hast du hier zu suchen? Ich bin Schiffbrüchiger. Also hat doch noch einer von der Mannschaft überlebt. Wir dachten, der Inquisitor wäre der Einzige gewesen. Du gehörst doch nicht zur Inquisition. Ich bin als blinder Passagier an Bord gegangen. Auf ein Schiff der Inquisition? Haha, du bist doch verrückt. Mhm. Wenn die Weißen dich hier erwischen, werfen sie dich direkt in die Vulkanfestung. Du siehst dich am besten schnell mal hier um. Ich habe schon alles durchsucht. Für mich ist nichts mehr dabei. Aber du findest bestimmt noch eine brauchbare Waffe. Ich warte so lange. Wir können später weiterreden. Okay. Ja, dir vertraue ich auch, wo du mich gerade noch umbringen wolltest. Ach, ja, so perfekt. Ah, Mann. Für ihn ist nichts mehr dabei, sagt er. Als Bandit würde ich auch unbedingt auf Goldmünzen verzichten. Das steht hier im Ehrenkodex der Banditen. Wenn irgendwo Goldmünzen auf dem Boden liegen, dass man sie auf keinen Fall aufsammelt, da der Besitzer sie noch zurückfordern könnte. Ja. Du hast das Buch wohl nicht gelesen. Ja, doch, habe ich doch gerade gesagt. Und deswegen weiß ich das ja auch. Hallo? Also bitte. So, jetzt endlich mal ein Schwert ausrüsten.
Für ihn ist nichts weiter dabei. Ja, ja, so ist das. Hi, Kumpel. Ich habe ein Schwert gefunden. Na, siehst du. Du kennst dich hier gut aus. Ich denke schon. Was willst du wissen? Wo gibt es hier was zu holen? Tja, hier jedenfalls nicht. Die Bauern haben alles mitgenommen, als sie zur Hafenstadt aufgebrochen sind. Die Weißen lassen niemanden rein oder raus aus der Stadt. Warum nicht? Ganz einfach, weil sie niemanden hier draußen haben wollen, der sich an den Ruinen zu schaffen macht. Wir Banditen sind womöglich die Einzigen, die noch frei sind. Ich sag dir, geh in die Hafenstadt oder komm zu uns. Alles andere wäre Wahnsinn. Was weißt du über die Hafenstadt? Wenn du es einmal hineinschaffst, lassen dich die Weißen in Ruhe. Ein paar unserer Jungs sind drin, die helfen dir bestimmt weiter. Ich kann dir den Weg zeigen, auch wenn du bei uns im Lager besser aufgehoben bist. Du hast eben eine Vulkanfestung erwähnt. Was ist das? Das ist der letzte Ort, an dem du sein willst. Dort hat sich die Inquisition niedergelassen und bildet ihre Rekruten aus. Besser, du hältst dich von dort fern. Komm lieber zu uns ins Lager. Was so ein schöner Rekrut werden? Warum sollte ich zu euch ins Lager kommen? Wir haben Fleisch, Bier und wir machen aus dir einen anständigen Kämpfer. Oh ja, ich komme. Ein Schwert hast du ja schon. Oben in der Vulkanfestung lassen sie dich höchstens mit dem Stock trainieren. Du verstehst, was ich vorhin meinte? Ich habe eine Frau unten im Süden zurücklassen müssen. Im Süden, sagst du? Die Wildnis da unten ist gefährlich. Da wird sie alleine nicht lange überleben. Gut. Ich kümmere mich um sie, sobald ich Zeit dazu habe. Also, wenn du sie das nächste Mal siehst, dann kannst du ihr ja sagen, dass ich sie holen werde, sobald ich einen Platz für sie gefunden habe. Okay. Rette Sarah aus der Wildnis. Verschleppt die Olle, los! Ja, ja, die Sache ist tatsächlich, wir müssen aber Sarah noch Bescheid sagen. Nein! Aber das gibt XP! Die Olle nervt! Aber wir brauchen XP! Ich brauche ein Auto. Yeah. Ich glaube, damit kannst du da nicht so gut fahren. Ich brauche Plötze. Ja, ich glaube, das könnte schon eher klappen. Sarah! Ja. Müsste sie hören. Sarah, ich habe jemanden gefunden! Der will dich schänden! Aber du musst zumindest nicht mehr hier wohnen! Sarah! Du bist zurückgekommen. Ja! Ja. Und ich habe Neuigkeiten. Das ist großartig. Was hast du gesehen? Die Menschen auf dieser Insel haben scheinbar ihre eigenen seltsamen Gesetze. Auf der Insel leben Menschen. Doch die Situation ist etwas angespannt. Das ist trotzdem eine gute Nachricht. Das bedeutet, dass ich dieses schreckliche Haus wieder verlassen kann. Danke, dass du zurückgekommen bist, um es mir zu sagen. Bevor ich es vergesse, ich habe diesen Trank gefunden. Hier, du kannst ihn bestimmt besser gebrauchen als ich. Dann will ich jetzt nur hoffen, dass ich bei irgendjemandem Zuflucht finden kann. Man wird sich um dich kümmern. Dafür habe ich gesorgt. Ja? Das ist gut. Dann bleibe ich so lange hier, bis jemand kommt und mich hier rausbringt. Danke. Vielen Dank. Du bist ein guter Mensch. Pass gut auf dich auf. Wäre schade drum, wenn es dich doch noch erwischt. Faules Stück. Ja, aber wir haben 50 XP und einen großen Heiltrank. Aber sie ist ein faules Stück. Ja, das stimmt. Aber wir haben 50 XP und einen großen Heiltrank. Und das darf man nicht unterschätzen. Man sollte es aber auch nicht überschätzen. Diese olle Schabracke nervt. Ja, wie gesagt, wir sehen sie jetzt, ich glaube tatsächlich nicht wieder. Yippie! Vielleicht, ich weiß gar nicht, ob man sie nochmal im Banditenlager wieder trifft, aber soweit ich weiß, ist das jetzt das letzte Mal, dass man mit Sarah zu tun hat. Und wieder nach oben laufen. Yippie! Oh ja. Oh ja, oh ja. Das macht einen großen Spaß und man kann auch Freunde dazu einladen. Yippie! Willst du dem jetzt noch Bescheid sagen, dass du ihr Bescheid gesagt hast? Nein, nein, brauchen wir nicht. Aber wir lassen uns von ihm gleich zur Hafenstadt führen. Das gibt nämlich für uns nochmal XP. Aber ich will hier oben erstmal ein bisschen... ihn vielleicht nicht. Sowas hier. Sowas hier kann man ganz gut umbringen. Das Schwert hilft schon. So. Fleisch, Fleisch. Heile Pflanze. Ey, Dämon, raus aus meinem Freund, bitte. Drei Keiler, die schaffe ich auf jeden Fall.
Ja, wenn das mit einem schon so gut klappt, dann mit drei garantiert. Ja, Schatz, du darfst nicht vergessen, wir haben jetzt 3 Angriffe mehr. Okay, und bei denen, Level Up. Bei denen hilft das. Ja, tatsächlich. Das Level Up, der Angriff, das ist schon ziemlich praktisch. Da oben sind noch Wolfies. Klatschen wir auch gleich noch aus den Pantinen. Aber Wolfie. Ja, bei Wolfies. Wolfie McWolfson. Wolfie McWolfson muss auch. Oh nein, das sind normale. Ich habe ein bisschen Angst vor Wolfie McWolfson. Ja. Ja. Hilfe. Ich glaube, gegen einen würde ich noch anstinken können, aber gegen zwei. Könnte schwierig werden. Ja. Nein, böses Wolfi. Nein. Böse. Nein. Böses Wolfi. So, Nummer 1 ist weg. Ja. Ja. Wie gesagt, das sind die normalen. Man merkt, einfach 4-mal so stark wie die kleinen. Oh, falsche Taste gedrückt. Den hier wollte ich nämlich. Aua! Hat sich ja gelohnt. So. Arme kleine Wolfi. Weg mit euch. Ich dachte, das wären noch ein paar Hungrige, aber nein, es waren einfach die Großen schon. Na gut, das sind die Mittleren, die Großen. Gegen die kommen wir tatsächlich wirklich noch nicht an. Aber die Frage, die ich mir jetzt tatsächlich stelle. Hey, Wölfchen! Ah, das ist dann nur ein Hungriger. Ja. Aua, ja. Mann ey, geh mir nicht auf den Sack. Oh, Backflip. Woo! Was ich mich frage, kommen wir gegen die Kollegen hier schon an? Also gegen den da rechts wahrscheinlich ja, aber gegen euch meine ich. Oh, ein Schaufel. Ein Schaufel. Ein Schaufel. Gegen euch kommen wir noch nicht an, oder? Ja! Der macht auch 100. Ja, wir machen ja fast kein Damage. Yippie! Kann sich nur um Jahre handeln. Guck mal, wir haben gewonnen. Ja, doch. Sieht so aus. Ah, ihr seid so freundlich. Ja, doch. Ach ja, schön ist es, schön ist es. Na gut, Freunde, ich würde auch sagen, die Zeit ist reif. Wir sehen uns dann wohl in der nächsten Folge wieder. Wenn wir nicht mehr mit Skeletten boxen. Nee, nicht mehr? Nein, noch nicht. Dann, vorerst nicht, okay. Ja, wir gehen erstmal in die Hafenstadt und dann... Wenn wir da wieder raus sind, dann können wir mal darüber reden, ob man denn mit Skeletten boxen kann. Oder wir boxen mit Sarah. Das gewinnen wir auf... Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich hat Sarah russische Ringmeisterin. Könnte gut sein, ja. Deswegen kämpfen die Monster auch nicht gegen sie, weil die einfach wissen, dass sie davor Respekt haben müssen. Mhm. Na gut, bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss! Tschüss!